euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Bundesliga Sticker 1920. Heute habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Päckchen am Start, Leute. 8 Päckchen bedeutet 40 Sticker, die ich hoffentlich alle einkleben kann. Derzeit haben wir, ich glaube, 5 doppelte Sticker insgesamt. Wie viele Sticker-Packs ich insgesamt geöffnet habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube so 25, 20 ungefähr. Heute kommen die nächsten 8 Sticker-Tütchen mit dazu. Und ich würde sagen, wir legen los, Leute. Wir legen los, die Sticker-Tütchen auszupacken. Abfahrt. Erstes Pack und mal gucken, welche Spieler wir heute so bekommen. Ich glaube, gestern hatten wir mit Kingsley Coman gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Und heute starten wir mit Alphonso Davies, Shooting Star von den Bayern. Ja, erster Sticker. Jen Zimmer von Düsseldorf. Karim Onisivo von Mainz. Philipp Max von Augsburg. Und das Logo von Arminia Bielefeld. Pack Nummer 2. Oh, Baby. Jadon Sancho-Banjo von Borussia Dortmund. Sehr, sehr nice. Sebastian Rode, Frankfurt. Paderborn-Logo. Dann Sousa von Paderborn. Und hier, aha. Das ist dieser Sticker, der ganz hinten eingeklebt wird. Robert Lewandowski, der Spieler mit den meisten Toren. Ein ausländischer Spieler mit den meisten Toren. Ich glaube, so steht das hinten drin. Sehr, sehr geil. So, drittes Pack. Karim Bellarabi, Bayer 04 Leverkusen. Claudio Pizarro, der Dienstälteste in der Bundesliga. Dominik Heinz, Freiburg. Anderson von Union. Und dann noch das Logo von VfL Wolfsburg. Nächstes Pack. Ah, habe ich glaube ich schon, ne? Ja, Sticker Nummer 1 kann ich direkt weglegen, weil habe ich schon. Sticker Nummer 6, der doppelt ist. Sami Sekou von Hoffenheim. Ozan Kabak, Schalke 04, Werder Bremen Logo und Xaver Schlager von Wolfsburg. Tyler Adams. Ich glaube, Shooting Star Tyler Adams ist auch schon doppelt. Aber ich lege den mal zur Sicherheit hier hin. Nicht, dass ich dann am Ende den gar nicht, also dass ich den noch nicht habe. Und dann habe ich ihn schon zu den Doppelten gelegt. Salomon Kalou, Hertana, Ex-Hertana, Chichos von Köln und Thuram. Habe ich Köln schon? Nee, ich glaube nicht. Gladbach hatte ich auch noch nicht. Markus Thuram. So. Nächstes, Manuel Neuer, Alter, wie cringe guckt denn hier Manuel Neuer? No joke. Kai Havertz als Starspieler. Sehr, sehr, sehr nice. Dann haben wir Mateta von Mainz 05. Stefan Lichtsteiner von Augsburg. Na, Augsburg hatte ich doch irgendwo da oben. Und Hannover 96 Logo. Zwei Päckchen sind noch am Start. Zwei Päckchen sind hier noch auszupacken. RB Leipzig mal Marcel Halstenberg. Dann haben wir Gacinovic von Frankfurt, Christian Günther von Freiburg, Kingsley Schindler von Köln und Jan Regensburg Logo. Köln, 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 Köln habe ich da unten. Und wir reißen das letzte Pack auf. Manuel Akanji von Dortmund, Zeck Steffen von Fortuna Düsseldorf, Benito Rahman Schalke, Streli Mamba von Paderborn und das Nürnberg Logo. Das waren 40 Sticker, einer hier schon weggelegt. Das Logo, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, also 39 Sticker, die ich vielleicht einkleben kann. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Doppelte mit dabei. Wir werden es jetzt sehen. Abfahrt, let's go. Lass uns die Sticker einkleben. So, blättern wir mal auf. Hier den doppelten Sticker, den ich ja hier schon direkt weggelegt hatte, weil ich es wusste, dass ich den doppelt habe. Augsburg, Lichtsteiner und Philipp Max. Kann ich beide einkleben und Augsburg, guckt euch an. Wenn die jetzt hier beide reinkommen, habe ich von Augsburg 4, 5, 6 Sticker. Und das ist doch schon für die einer der ersten Folgen hier schon babamäßig. Lichtsteiner, Sticker Nummer 6 ist am Start. So, der Schweizer, wo ja niemand mitgerechnet hat, dass der zu Augsburg wechselt. No joke, ne? Aber so eine große Hilfe war jetzt für Augsburg auch nicht. Mein Eindruck. Salomon Kalou, Nummer 31. Oh, das passt ja schon fast. 31. Salomon Kalou, zack. Dann Union Berlin mit dem schwedischen Stürmer Sebastian Andersson, der auch wichtig definitiv war in dieser Saison für Union. Andersson, bam. Und auch der fünfte Sticker von Union. Mann, 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 Mann. Claudio Pizarro und das Werder Bremen Logo.
Die Logo-Sticker, die kann man ja nicht so in der Mitte aufteilen, sondern die muss man halt immer ganz normal standardmäßig wie ein Sticker lösen. Bam. Und Claudio Pizarro mit der 63. Es ist unfassbar, ne? Wenn man bei manchen Spielern hier liest, 1993, 1999, 1995, 2000 hier sogar. Sargent müsste das, glaube ich, sein. Und Claudio Pizarro 1978. Ja, moin! So, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Jadon Sancho, 74. Shooting Star von Borussia Dortmund. Bam, dann Manuel Akanji von Borussia Dortmund. Der kommt natürlich hier mit rein. Mit der 67, war doch richtig, ne? Ja, 67, zack. So, Fortuna Düsseldorf. Habe ich Düsseldorfer? Ja, oh, drei Stück sogar. Das heißt, ich habe jetzt auch 6 Sticker von den Düsseldorfern in unserem Bundesliga-Heft. Zack. Dann 85. Adam Botzek. 85. Jen Zimmer. 81. Zack, zack. Bam. Dann Frankfurt. Habe ich natürlich auch 2, einmal die 100. Und ich glaube, Frankfurt ist jetzt mit an der Spitze, ne? Nein, Gacinovic. Nein, Gacinovic habe ich doppelt. Und ich mache dir die Hälfte ab. Och, Dönitz, guck doch einmal hin, wenn du die Sticker einklebst, Mann. Oh, jetzt klebst du nicht mehr richtig. Doch jetzt, ich hab's wieder, Leute. Der nächste doppelte Sticker müsste Sticker Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sticker Nummer 7. Zack. So, Sebastian Rohde, das bedeutet gleichzeitig auch, dass Frankfurt nicht an der Spitze ist. Das wären ja 7 Sticker gewesen, die bei Frankfurt schon drin sind. Aber jetzt sind es 6. 6 Sticker, Eintracht, Frankfurt. So, Freiburg haben wir auch. 2 Stück. Christian Günther mit der 114. Und die 111, Dominik Heinz. Dominik Heinz 111 bedeutet, Freiburg hat wie viele? Freiburg hat auch 6, Alter. Junge, alle Mannschaften hier mit 6 oder was? Okay, ja, Hoffenheim nicht. Hoffenheim kommt jetzt der dritte gerade mal dazu. Die 131 hier mit Diade Samaseku. Zack, aus Mali. Dann die Kölner, die Kölner, die Kölner, die Kölner, die Kölner. Mit 4 Stickern, jetzt kommen wieder 2 dazu, bedeutet auch, die Kölner haben 6 Sticker insgesamt im Heftchen. 142 Shishos. Wahrscheinlich spreche ich den Namen immer falsch aus, aber ist mir egal. 149 Kingsley Schindler. Bam. So. RB Leipzig habe ich, ja, Tyler Adams, habe ich es gewusst, zack, der 8. Sticker, der hier doppelt ist, und Marcel Halsberg, der ist noch nicht im Heft, mit der 160, Marcel Halsberg, bam, das überspringen wir. Bayern 04 Leverkusen, da muss ich eines sagen, ich habe hier Kai Havertz, weil es halt einfach Kai Havertz ist, ich habe den Havertz hier in die Folie gemacht. Den würde ich hier ganz vorne ins Stickerheft reintun. Den würde ich jetzt noch nicht einkleben, weil ihr wisst, Kai Havertz-Sticker, Leute, die sind im Hype wie noch nie. Deswegen klebe ich den jetzt mal nicht ein. Ich habe den jetzt hier zur Sicherheit natürlich hier in eine Folie gepackt, ist ja klar. Karim Bellarabi wird natürlich aber trotzdem eingeklebt. Wenn ich Havertz dann, vielleicht kriege ich ihn ja nochmal und nochmal und nochmal. Kann ja alles passieren, weil ich werde ja nicht nur ein Display öffnen, sondern mehrere Displays. Das kann ja bedeuten, dass ich Kai Havertz da mehrmals bekomme. Deswegen bleibt er erstmal hier ganz vorne im Heft. Und hier ist er sicher. Kai Havertz, zack. Genau. Nur, dass ihr wisst, ah, Kai Havertz hat der Dönitz schon. Aber bloß noch nicht eingeklebt, der Frechdachs. So, 198, Mateta von Mainz. Jean-Philippe Mateta. So,
Zack, dann 195 und die Sivo habe ich doppelt, bedeutet der 9. doppelte Sticker insgesamt. Borussia Mönchengladbach, Markus Thüram mit der 209. Das ist zu krass, ne, dass die meisten Spieler oder viele Spieler hier sogar jünger sind als ich oder wie ich. Egal. So, da haben wir von den Bayern natürlich auch zwei, die ich noch nicht habe. Alfonso Davies mit der 220. Der Spieler aus Kanada. Und der ist einfach, Leute, der ist 2000 geboren. Das ist zu wild. Zu wild ist das. Manuel Neuer, 215 hier mit der Sticker-Nummer. Und der kommt natürlich hier auch auf sein Plätzchen. So, Paderborn. Paderborn, einmal das Logo und Paderborn. Oh, ich glaube Paderborn. Jetzt 4, 3 kommen dazu, bedeutet 7 Sticker insgesamt von den Paderbornern. Hermann Glötzky, die Heide, Heide brennt. Die Heide, Heide brennt. Die Heide, Heide brennt. 243, Streli Mamba. Bam, und 239, Susa. Ich glaube, habe ich mich irgendwo verzählt oder habe ich irgendwo nicht richtig hingeguckt? Ich glaube, Paderborn ist die Mannschaft mit den meisten Stickern. Ne? Jetzt 7 insgesamt. Und insgesamt gibt es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sticker. 7 sind schon am Start. Und die Schalker? Die Schalker sind jetzt auch mit 7 am Start. Kabak. Und Starspieler Benito Rahman. Der hier auch noch nicht eingeklebt worden ist von mir. Benito Rahman, 256. So. Belgier, 256. Und zack, da ist er. Und jetzt kommt nur noch Wolfsburg. Und dann war es das auch schon wieder fast mit der heutigen Ausgabe von Let's Collect Bundesliga Sticker 1920. So, der ist drin. Und Schlager kommt auch rein. Bedeutet, von Wolfsburg habe ich 4, 5, 6. Also nicht ganz auf Platz 1 der besten oder der meistgeklebten Sticker-Mannschaften. So kann man es ja sagen. So muss man es sagen. Robert Lewandowski, 275. Hier habe ich die untere Hälfte von unserem Polen, der uns sehr viel Freude bereitet in der Bundesliga. Mit sehr vielen schönen Toren. Ja, mit sehr vielen schönen Toren. Punkt. Fertig, aus. Logos der zweiten Bundesliga. Habe ich auch 4 am Start hier. Ich glaube, da ging die Facecam gerade aus, oder? Ich weiß nicht, was ihr da als letztes von meiner Fratze gesehen habt. So, 285 hier. Also Bielefeld kommt auf jeden Fall hier rein. Das heißt, Leute, die erste Seite, die vollständig ist im Heft. Die linke Seite von den ersten drei Logos. Null. So, dann 85, 89, die kann ich auch beide einkleben. Hannover 96. Hannover 96. Und 1. FC Nürnberg, der Club. Der Club. Bam. Und 292, Jan Regensburg. Und Jan Regensburg habe ich leider doppelt. Bedeutet, ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sticker doppelt. Und unser erstes Display, in unserem ersten Display habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Sticker Packs habe ich noch in unserem ersten Display. Und in einem Display sind ja immer 36 Packs drin. Nicht 50, nicht 100. Genau, Leute, das war's für die heutige Folge. Das war's für die heutige Folge von Let's Collect Bundesliga Sticker 1920. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.